kann grundsätzlich ein durchaus sehr positives Resümee ziehen. Viele engagierte Tibet-Aktivistinnen aus ganz Deutschland waren da. Mich hat jetzt erstmal interessiert, was macht die Tibet-Initiative Deutschland ganz genau? Von dem, was ich bisher mitgekriegt habe, finde ich es super engagiert und doch viel zielorientierter und auch viel engagierter, als ich dachte. Durch Zufall mal auf einer Infoveranstaltung in Stuttgart auf der Hauptfußgängerzone habe ich gedacht, hoppla, da gibt es eine Gruppe. Das Thema interessiert mich. Für einen Teil im Leben musste ich mal einbringen. Ich meine, man kommt natürlich daher, jetzt nicht nur, um da so einen prominenten Gast zu hören, was natürlich ganz toll war, sondern auch, um sich wieder mal auszutauschen. Was ich gut finde, positive Kritik, ist diese Vernetzung, die weltweite Vernetzung. Liao Yiwu ist einer der wenigen chinesischen Dissidenten, der sich auch klar für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter einsetzt, was also für auch die chinesische Dissidenten nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ich beobachte das Schicksal des tibetischen Volkes seit sehr langer Zeit. Die Kunst ist letztendlich der Feind von einem Diktator. Die Selbstverbrennung ist ein sehr heikles Thema. Die Tibeter in Tibet sehen das als eine der ganz wenigen Möglichkeiten, sich gegen die chinesische Politik zu protestieren, wo der chinesische Staat keine unmittelbare Handhabung über die Tibeter haben. Man begeht keinen Selbstmord, andere zu töten. Man begeht einen Selbstmord in dem Sinne, dass man das ausruft, einen Hilfsruf in den Welt zu sagen, bitte helf uns. Der Schlüssel zur Beendigung der gegenwärtigen Situation, die Spitzenlage in Tibet, liegt eindeutig in den Händen der chinesischen Regierung. Diese ganze Menschenrechtsverletzung sind natürlich eine Folge des verweigerten Selbstbestimmungsrechts, wofür wir uns hier einsetzen. Es lohnt sich einfach, den Finger in die Wunde zu legen. Das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, dass wir hier Druck auf unsere Politiker machen. Dass man halt versucht, eben jede Menge Bevölkerung zu mobilisieren, um den Chinesen deutlich zu machen, dass sich die Welt niemals mit der Besetzung Tibets abfindet. Wenn man sich informiert, dann denke ich, dann hat man schon viel getan.